Es war einmal ein Bruder und eine Schwester namens Hänsel und Gretel. Ihre Mutter war verstorben, als sie noch Babys waren. Sie lebten mit ihrem Vater in einer Hütte im Wald. Ihr Vater versuchte sie zu versorgen, indem er als Holzfäller arbeitete und zog die Kinder gleichzeitig alleine auf. Nach Jahren von Schwierigkeiten, die Arbeit und die Versorgung der zwei Kinder zu vereinen, beschloss der Vater wieder zu heiraten. Die neue Frau des Holzfällers kam aus einer reichen Familie und sie war sehr unzufrieden damit, dass sie arm waren und in einer schäbigen Hütte tief im Wald lebten. Außerdem mochte sie ihre Stiefkinder überhaupt nicht. In einer kalten Winternacht, als sie zu Bett gingen, hörten Hänsel und Gretel, wie die Stiefmutter zu ihrem Vater sagte: Wie sollen wir es durch den Winter schaffen? Wir haben nicht genug zu essen. Wenn wir die Kinder nicht loswerden, verhungern wir alle. Der Vater wurde sehr wütend mit seiner Frau. Keine Diskussion. Meine Entscheidung steht. Morgen bringen wir die Kinder in den Wald und lassen sie dort. Als sie dies hörte, fing Gretel an zu weinen. Ihr Bruder Hänsel tröstete sie. Sorge dich nicht, Gretel. Wir finden schon irgendwie wieder nach Hause. Später in dieser Nacht schlich Hänsel nach draußen und sammelte so viele Kieselsteine, wie in seine Taschen passten. Am Morgen gingen sie alle zusammen in den Wald. Ihr Vater sagte ihnen, dass sie auf eine Familienwanderung gingen. Während sie liefen, ließ Hänsel heimlich die Kieselsteine auf die Erde fallen. Am Nachmittag zündeten der Vater und die Stiefmutter ein Feuer an und sagten den Kindern, dass sie bald zurück seien. Sie gingen fort und verschwanden im Wald. Natürlich kamen sie nicht zurück. Als es Nacht wurde, schallten die schrecklichen Schreie der wilden Tiere durch den Wald. Zitternd von dem Geheule der Wölfe blieben Hänsel und Gretel bis zum Mondaufgang am Feuer sitzen. Dann begannen sie, den Kieselsteinen zu folgen, die im Mondlicht glänzten, und liefen nach Hause. Sehr gut, Hänsel. Das war eine super Idee. Als die Kinder zu Hause ankamen, war ihr Vater sehr überrascht und zur gleichen Zeit überglücklich. Die Stiefmutter gab vor, erfreut zu sein, aber in Wirklichkeit war sie sehr enttäuscht, dass die beiden nach Hause gefunden hatten. Nach 3 Tagen versuchte sie erneut, die Kinder loszuwerden. Dieses Mal schloss sie Hänsels und Gretels Tür in der Nacht ab. Hänsel konnte also nicht noch einmal Kieselsteine sammeln. Aber Hänsel war ein cleverer Junge. Als sie am Morgen erneut in den Wald gingen, ließ er dieses Mal Brotkrümel auf die Erde fallen, die er in der Tasche hatte, um wieder den Weg nach Hause zu finden. Zur Mittagszeit fanden der Vater und die Stiefmutter wieder eine Ausrede, um die Kinder alleine zu lassen, und verschwanden erneut im Wald. Als ihnen klar wurde, dass sie nicht zurückkommen würden, wollten Hänsel und Gretel wieder zurück nach Hause laufen, bevor es dunkel wurde. Aber dieses Mal konnten sie den Weg nicht mehr finden, denn alle Brotkrümel waren von Vögeln gefressen worden. Gretel begann zu weinen. Zum ersten Mal fühlte sich auch Hänsel hilflos. Dieses Mal waren die Kinder wirklich verloren. Ohne Essen und voller Angst wanderten sie für 3 Tage durch den Wald. Am 3. Tag sahen sie einen Vogel so weiß wie Schnee. Der Vogel sang mit seiner schönen Stimme eine Melodie für sie. Für einen Moment vergaßen sie ihren Hunger und folgten dem Vogel. Der Vogel brachte sie zu einem seltsamen Haus.
Das Haus hatte Wände aus Brot, ein Dach aus Kuchen und Fenster aus Zucker. Es war überall mit farbenfrohem Zuckerguss bedeckt. Hänsel und Gretel trauten ihren Augen nicht. Das Haus sah so unglaublich lecker aus. Die Kinder vergaßen ihre Erschöpfung und rannten auf das Haus zu. Gerade als die beiden anfangen wollten, von dem Haus zu naschen, hörten sie eine Stimme von innen. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Sie sahen eine gebrechliche alte Frau in der Tür stehen. Als sie ihr erzählten, was ihnen widerfahren war, hatte sie Mitleid mit ihnen und bat sie herein. Das Innere des Hauses war ganz anders als das Äußere. Es war dunkel, gruselig und fühlte sich gar nicht gut an. Aber weil die Kinder so müde und hungrig waren, sahen sie darüber hinweg. Die alte Frau brachte ihnen allerlei Süßigkeiten und Essen. Die Kinder aßen Speisen, die sie noch nie im Leben gegessen hatten. In dieser Nacht schliefen sie in dem gemütlichsten Bett, in dem sie je gelegen hatten. Als sie am Morgen aufwachten, war die alte Frau nicht dort. Sie begannen nach ihr zu suchen. Am Ende des Korridors sahen sie eine Tür. Als sie die Tür öffneten, fanden sie dahinter lauter Kisten voller Gold und Kostbarkeiten. Sie waren natürlich sehr überrascht. Hänsel wollte hineingehen und sich alles genauer ansehen. Plötzlich hörten sie die Stimme der alten Frau. Was denkt ihr, was ihr da tut? Als sie sich umdrehten, sahen die Kinder direkt ins Gesicht der Hexe, die hinter ihnen stand. Die alte Frau war eine Hexe, die die Kinder mit den Süßigkeiten zu ihrem Haus gelockt hatte. Die Kinder versuchten davonzulaufen, aber die Tür war verschlossen. Die Hexe ergriff Hänsel beim Haar und schloss ihn in einen Käfig ein. Dann schleppte sie Gretel in die Küche. Dein Bruder ist zu dünn. Koche ihm etwas zu essen und mache ihn fett. Wenn er etwas zugenommen hat, wird er ein wunderbares Essen für mich sein. Aber wage es nicht, selber etwas zu essen. Alles Essen ist für ihn. Gretel hatte keine Wahl, also tat sie, was die Hexe ihr befahl. Zum Glück war Hänsel ein cleverer Junge. Er beschloss, die böse Hexe auszutricksen. Jede Nacht, wenn die Hexe schlief, grub er ein Loch in den Boden des Käfigs. Die Hexe kam jeden Morgen, um zu kontrollieren, ob Hänsel Gewicht zugelegt hatte. Aber Hänsel aß kaum etwas von dem Essen, das seine Schwester ihm kochte. Stattdessen vergrub er es in dem Loch im Boden. Aber die Hexe befahl Gretel, mehr und mehr zu kochen. Dies ging so für lange Zeit, bis die Hexe schließlich genug hatte. Fett, dünn, das ist mir jetzt egal. Heute mache ich Hänselbraten. Sie sah Gretel an. Schau im Ofen nach, ob das Brot fertig ist. Obwohl sie sehr viel Angst hatte, war Gretel ein genauso cleveres Köpfchen wie ihr Bruder. Sie ahnte, dass die Hexe sie in den Ofen schubsen würde. Ich kann mich nicht weit genug reinlehnen, um den Teig zu sehen, nörgelte Gretel. Die Hexe stieß sie zur Seite und steckte ihren Kopf herein. Gretel nahm all ihre Kraft zusammen, schubste die Hexe in den Ofen und verschloss die Ofentür. Gretel wusste, wo die Hexe den Schlüssel versteckt hatte. Sie rannte zu Hänsels Käfig und befreite ihn. Die Flammen aus dem Ofen griffen auf das ganze Haus über. Hänsel und Gretel rannten aus dem Haus heraus in den Wald. Aber sie wussten nicht, wohin. Etwas später kamen sie zu einem Fluss. Ein großer Schwan brachte sie nacheinander ans andere Ufer. Die Kinder sahen sich um und erkannten mit einem Mal, wo sie waren. Sie rannten nach Hause, so schnell sie konnten.
Als er seine Kinder erblickte, war der Vater überglücklich. Mit Tränen in den Augen erzählte er ihnen, dass die Stiefmutter, kurz nachdem sie sie verlassen hatten, zu ihren Eltern zurückgezogen war. Er sagte ihnen, wie leid es ihm tat und dass er sie verzweifelt gesucht hatte, aber sie nicht finden konnte. Die Kinder liebten ihren Vater sehr und waren bereit, ihm zu vergeben. Aber es erwartete ihn noch eine weitere Überraschung. Sie griffen beide in ihre Taschen und brachten lauter Gold und Diamanten hervor, die sie aus dem Hause der Hexe gestohlen hatten. Ihr Vater traute seinen Augen nicht. Alle Probleme, die sie je gehabt hatten, waren gelöst. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.